diesem Video. Nein! Was? Mario, was tust du? Du solltest doch Jump machen, du Vollhorst! Oh nee! Danke, Spiel! Moin Freunde und damit herzlich willkommen wieder zurück zum Mario Galaxy 2, heute in Bowser Juniors Böllerbunker. Denn es wird Zeit, uns diesen Kometen, Risikokometen zu gönnen. Aber das ist ja natürlich wieder einmal ein Risikokomet. Und da habe ich tatsächlich ein bisschen Angst wegen diesem Kampf. Eigentlich war der nicht schwer. Eigentlich. Aber es hat gar sehr viele Fails, sagen wir mal so. Und wie ich sehe, muss ich den ganzen Spaß von ganz vorne machen. Yay! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab den Boden nicht mehr gesehen. Alles klar, ich glaube, ich muss noch mal wach werden. Let's do it als First Try, ne? Das ist jetzt mein First Try. Easy, das machen wir. Komm mit. Lieber Kugel Willi, dich brauchen wir nämlich ganz, ganz dringend. Und du sollst dir das aufsprengen. Bitte nicht mich! Sehr gut. So, und jetzt muss ich jede Stage machen, oder was? Das finde ich ja wieder atemberaubend. Gab's hier nicht auch diese blöde Stelle? Diese ganz, ganz blöde Stelle? Oh Gottes Willen. Ich hasse Boomerang Bros, ne? Also heute ist der Wurm drin. Das wird ja schon mal witzig. So, komm raus, Kugel Willi. So, jetzt machen wir es aber. Jetzt mit Skill hier. Und ja, ich weiß, das war knapp. Hallo, hallo! Oh, Mario! Ahem. Es wird immer knapper von Mal zu Mal, habe ich das Gefühl. So, Leute. Jetzt lassen wir uns nicht veräppeln von euch. Oh, shit, 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 shit. Hallo? Hallo? Sehr gut. Müssen wir jetzt auch diese bescheidene Gegend machen? Wahrscheinlich, oder? Oh, nee. Hä? Oh, nein. So, dann lass uns mal darüber schießen. Jetzt kommt nämlich die Stelle, die... Meine, die ist kacke! Alter! Und zwar diese Giftwellen. Obwohl, die Giftwellen waren, glaube ich, waren die vorher auch drin? Ich bin mir da jetzt ziemlich unsicher, dass die drin waren. Oh mein Gott. Aber eigentlich geht es. Man muss sich nur ein bisschen das austarieren. In die jeweilige Richtung laufen und dann ist es eigentlich easy machbar. So, und da ich faul bin, machen wir einfach den hier. So, und sind durch. Und jetzt kann ja nur noch der Boss kommen. Why? Mach dir nicht witzig über mich, ja? Tja, da bist du nochmal hergekommen, um nochmal diesen Stern zu holen. Na, dann lass uns mal ein bisschen Spaß haben. So, wieder aufpassen wegen den Feuerdingern. Dankeschön, ey. Oh nein, 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 nein. Wir drehen einfach nochmal ein bisschen. So, hoch hier. Nein! Was? Mario, was tust du? Du solltest doch Jump machen, du Vollhorst! Oh nee! Danke, Spiel.
Oh mein Gott, weil man wird hier direkt rausgelassen. Ja, dann hab ich nichts gesagt. Ich dachte jetzt, ich muss von vorne wieder spielen. Okay, was das für ein Fail war von Mario, weiß ich jetzt überhaupt nicht. Check ich nicht. Weißt du, ich hab mir voll die Mühe gegeben, das zu überleben. Und jetzt kommt der Schmutz wieder. Aber ich weiß auch ja nicht, warum die eine Wolke da... Also, warum meine Wolke vor allem? Wurde die getroffen von dem Elektro-Ding? Halt, stopp! Jetzt brauche ich die Stampfattacke. Vorher erstmal voll rein in die Stampfattacke gegangen. So, jetzt können wir sowieso keine Wolken aktivieren, weil jetzt ist der ein bisschen ragey. So, ausweichen. Ist natürlich super, dass ich die Bälle genau in meine Richtung geschmissen habe. So, aushalten. Bitte nochmal bitte die Bälle werfen. Eins und zwei. Sehr gut. Nicht gut. Nicht gut. Alter. So, einmal wieder getroffen. Ey, sag's euch, heute ist mein Tag mit Skill. Vielleicht liegt's am Wetter. Oh mein Gott, du bist so ein ekliger. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Wie wär's, Mario, mit rüberspringen? So nämlich. Ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Oh, jetzt kommt die schlimmere Variante von allen. Jetzt habe ich zwar unten nicht mehr das Feuerproblem, aber jetzt habe ich die Reifen. Bitte nicht, bitte tu mir nichts, bitte tu mir nichts. Nein, 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 nein. Sehr schlechte Wahl. Alter. Ich bin aber heute auch, ne? Gut, okay, da können wir knicken. Oh. Ja, mein Freund. Nein. Oh mein Gott, ich dachte jetzt, ich hab daneben getroffen. Als ob. Tja, das war ein Bowser. Mini-Bowser. Bowser Junior, was auch immer. Junge, hast du mich gerade aufgeregt. Vor allem, der Boss ist nicht schwer, ne? Der Boss ist eigentlich nicht schwer. Aber immerhin, den ersten Stern haben wir ja schon mal. Ist ja, war ja ganz easy, ne? War ja nicht schwer oder so. Uff. Also ihr wisst schon, in welche Richtung heute mein Skill laufen wird. Der wird sehr unterhaltsam, wenn ich's mal. Galaxy auch komplett. Sehr schön. Damit können wir uns in den nächsten Gefahren widmen. Ja, dann haben wir jetzt die Welt wohl abgeschlossen und gehen jetzt runter ins nächste Paradies. Jetzt ist die Frage, die Uhr war 1800, ne? Wisst ihr, ich hab ja nie geguckt, ob wir genug haben. Weil wenn wir genug haben... Dann könnten wir rein theoretisch jetzt den Lua befreien. Also zumindest aus ihm eine Welt machen. Und wir brauchen... 1600 haben wir. Also 1700, wir brauchen mindestens noch 100 bis 200. Das heißt, wir müssen dennoch hier uns in die nächste Welt begeben. Oder in den Uhrwerkwerken. Denn da fehlt uns ja rein theoretisch auch noch der erste Stern. Und die Kometenmünze. Gut, dass ich nicht faul bin. Rauer Ruinentritt. Ritt. Man sollte wohl lesen können. So, jetzt kommt die reguläre Mission. Das heißt, wir gehen nicht unten lang, sondern oben lang. Und holen uns dort auch die Sternenmünze. Ich guck gerade, ob ich die schon hier übersehe oder sehen kann. Nee. Also, sie scheint nicht im ersten Gebiet zu sein. Schon mal gut. Bam, bam, bam. Uhrenwerk, eine schöne Gegend, muss ich ehrlich gestehen, ne? Ist schon nice hier. Vor allem, wenn das passiert. Cut! Oh Gott, bitte. Können wir das jetzt bitte schaffen?
Das war ja jetzt mehr als nur fällig. Alter. Also heute mache ich es mir gerne gefährlich. Ich sehe schon. Hey, Wartekiste. Du hast ganz viele Sternteile. Du hast Sternteile. Ja, bitte. Wir brauchen die jetzt. Gott, aufpassen. So, und ich glaube, war das oben oder war das unten? Ich glaube, das war oben, ne? Achso, oh, bei dem anderen Abteil hier drüben nämlich. Ja, dann machen wir... Oh, oh, wieso rutschst du da runter? Ich dachte, du wärst in der Lücke. Oh, du Lutscher. Wie kann man nur so sein, ey, Mario? Ja, okay, dann machen wir halt ganz geschmeidig. So nämlich. So, und ab hier an können wir mal gucken, ob wir irgendwo was finden, was wir benötigen. Ich frage mich, wieso, warum wir hier an der Wand... Warte mal, warum können wir da an der Wand einen Knopf auslösen? Interessant. Wir müssen uns einfach durchquälen, ne? Oh, Mario, heute bist du echt wie Beton. Er läuft sich heute wie so ein schwerer kleiner Betonklotz. Man merkt es kaum. Oder ich bin heute eingerostet. Da würde ich mir auch nicht ausschließen. Jetzt ist die Frage, komme ich da direkt hoch? Oh ja, komme ich. Oh, sehr riskant von mir gewesen. Hups. Naja. Irgendwie muss man ja auch ein bisschen durchkommen, ne? So, hier oben irgendwas? Nee, ne? Natürlich nicht. Oh Gott. Wieso ist denn die Welt so kurios? Oder zumindest das Level. Weil der Block ist doch an der... Wetten, wir können hier irgendwas umstellen? Wovon ich jetzt noch nichts weiß? Jo, können wir. Ups. Ich hab nichts kaputt gemacht, du. Sieht doch jetzt nicht umso gefährlicher aus. Nee, nee. Ach du meine Güte. Wo geht denn das jetzt hin? Ich sehe nichts. Okay, manche Blöcke sind anscheinend noch da geblieben. So, dann warten wir kurz, weil wir müssen, glaube ich, hier hoch. Genau so ist es. So, und dann hier oben gibt es nämlich den anderen Schalter. Ich hab's gesehen. Ja, 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 ja. Bam! Und damit sollte auch unser kleiner Bibiluma hier frei sein. Können wir eigentlich außen rum? Ohne runterzufallen? Ja, ne? Ja, dann easy. Oh, vielen Dank dafür, dass du mich befreit hast. Endlich hat mir mal jemand befreit. Hier zum Powerstand geht's dort entlang. Könnt ihr jetzt irgendwann mal bitte den Kometenmünze auftauchen? Da oben, ich hab's gesehen. Okay, kann sehr interessant werden. Kann sehr interessant werden, sagt Dick. Nicht sterben. Nicht sterben, Mario. Einfach durch die Lücken gehen, dann ist alles easy. Oh. So, wir müssen, glaube ich, noch eins weiter höher. Und dann lassen wir uns mittragen. Nein! Ja, ja, ja. Nein! Oh. Oh nein! Ja, hier können wir uns nicht mittragen lassen. Der würde uns umnieten. Machen wir so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, danke schön. Erstmal kurz das Leben holen. Uiuiuiuiui. Was für ein Akt an den scheiß
Kometenmünze zu kommen. Oh nein. Ist aber gut abgemessen von mir. Haha. Solange man durchkommt, ist alles gut. Also wie gesagt, da muss man ja aufpassen. Nicht, dass man instant einfach drauf geht. Durch diese komische Rolle. Yeah! Gar nicht gefährlich oder so. Nee, nee. Mario, ich weiß nicht, wo du dich hinbegibst, ne? Aber guck mal, das... Leu, du kleiner Lusch! Da haut der mich einfach wieder runter, der Eklige. Alter, dafür kriegst du eh ins Maul. Okay, oder auch nicht. Hast mal Glück gehabt, dass ich nett bin. Eieiei, da hat er mich aber richtig getrickst, du. Oh. Zeugchen. Ich hoffe mal. Oh, oh, oh. Oh! Alter, das war aber ein schön... Knipp. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Hau ab. Du... Oh, du friedlich. Du kleine Sau, du. Oh, die Welt zeigt auf jeden Fall seine Stärken hier. Nein! Ich hab die Münze verkackt. Ja, moin! Heute ist, läuft richtig hart. Na komm, weg mit dir. Alter, oder so. So, du interessierst... Alter, wenn du mich... Als ob! Jo, wie schnell ist das denn bitte? Aha. Okay, gut zu wissen. Oh mein Gott, sag doch, dass da was von oben kommt. Vielleicht rollen wir uns einfach bis dort hinten hin. Ja, siehste, so easy kann es sein. Man muss noch ein bisschen Skill anwenden. Ach du Scheiße, ey. Sag ich, weißt du, der heute schon wieder Premium zeigt. Aber damit haben wir unseren 93. Stern. Und zusätzlich noch eine schöne Kometenmünze. Das heißt, wahrscheinlich wird gleich auf diesem, auf dieser Welt ein Risikokomet auftreten. Genauso ist es auch. Ein schöner Schabernack-Komet. Und wir haben noch einen Brief. Mario, ich habe einen Brief für dich. Ich bin der legendäre Spielewaffe-Profi. Hier in der Honigköpfer-Galaxie bist du noch nicht fertig gewesen. Ich hab noch was Schönes für dich. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ja, und diese Honigköpfer-Galaxie, ah, na toll. Das wird witzig. Ja, aber zuvor machen wir trotzdem noch weiter die Uwek-Ruinen. Denn ich möchte jetzt wenigstens das zu 100% schon mal abgeschlossen haben. Bevor wir uns an die nächsten gequälten Sachen kommen. Und hier müssen wir lila Münzen im antiken Bauwerk suchen. Das ist aber in Ordnung. Ich finde das entspannt. Lila Münzen sind immer was Entspanntes. Oh shit. Außer es ist auf Zeit, dann bin ich sauer. Bitte nicht. Bitte, 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 bitte keine Zeit. Och, Spiel. Na gut, 5 Minuten sollte eigentlich ausreichen, oder? Schnell lila Münzen. Ja, du, schnell ist mein zweiter Vorname, nicht. Also bisher läuft's gut. Wir müssen nämlich nur einmal ringsherum laufen. In der hohen Geschwindigkeit am besten. Oh nein, ich hab die eine Münze vergessen. Oh, und Spiel... Wir holen uns die einfach gleich wieder. Hallo? Ja, 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 ja.
Oh Gott, ey, ich bin gerade so hart konzentriert an dieser blöden Stelle. Weil da kann man ja noch runterfallen. Hier hinten ist ja der Glück, wenn man runterfällt, dann hat man nur eine Plattform, wo man halbwegs überleben kann. Ich hoffe, ich verpasse nicht eine Münze, ne? Das alles macht mir hier so Angst. Habe ich schon euch erzählt, dass ich ein Schisser bin bei diesen drehenden Dingern? Solange ich keinen festen Standfuß habe, bin ich hier echt ein bisschen am struggeln. Hallo, nimm mit, danke. Sehr gut. Hoch mit dir. Ja. Alter. So, wo war noch was? Ach da, die Dinge haben es ja. Nein! Nein! Es ist so klar gewesen. Mach's nochmal! Okay, was soll ich sagen, Leute? Ich krieg hier gleich einen Anfall. Oh, ich finde die Mission schrecklich schon jetzt. Oh Gott. Alter. Ja, danke, Mario. Vielleicht wär's mit hochspringen. Du Lutscher. Ja, hoch. Danke. Alter. Oh nein. Aber wir warten. Wir haben Zeit, Leute. 1:48. Easy machbar. Hm. Ja, nicht Zeit knapp berechnet oder so. Nee, nee. Alter, ist das ätzend. So, und jetzt kommt dieses überkrasse Ding. Was eine Geschwindigkeit hat von, weiß ich nicht. Von Speedy Gonzales. Gut. Bitte, nimm mit. Hallo, hallo. Also manchmal, ne? Manchmal. Man könnte sagen, werd entspannter, Chris. Oh, aber das sieht nicht so. Hallo, hallo. Alter. Ey, es ist so unschön. Diese Stage ist einfach wirklich der Abmüll. So viel Schmuck habe ich noch nie gesehen im Spiel. Aber das ist wirklich Abfall. Das kotzt ja ihn richtig an, ey. Oh, das raubt einen die Nerven. So, alle gut, Leute. Wir drehen uns einfach jetzt um, machen die letzten 4 Münzen und dann ist scheißegal. Schaffen wir. Hallo? Genau so nämlich. Wenn wir jetzt runterfallen, dann deinstalliert das Spiel. Juta, Junge. Oh Gott, oh Gott. Oh, danke schön. Alter. Holy shit, ja, ey, das war eine Challenge, ey. Also, ich bin schon wieder durch, ne? Ich habe gerade mal 2 oder 3 Level gespielt und bin schon wieder komplett durch. Aber immerhin, die Galaxie ist fertig. Oh Gott. Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, um nicht zu verpassen. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann und ciao.